Hallo, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge angespielt. Kingdoms and Castles hat irgendeiner von euch damals mal vorgeschlagen und mittlerweile habe ich einen Key of Keymailer bekommen. Ist ein Steam-Spiel, kostet für gewöhnlich etwas und wir schauen uns es mal einmal genauer. Neues Update, Kriegsführung, gab also anscheinend auch Updates. Wir gucken uns aber ein neues Spiel in den Standardmodus. Wählt zwischen drei Schwierigkeitsgraden und einer zufällig generierten Karte aus. Lasst euer Königreich gedeihen und seht, wie euer kleiner Weiler zu einer lebhaften Festung und Stadt heranwächst. Wähle eine Region für dein Königreich. Pax Long, keine Bedrohung. Ein friesisches Land ohne feindliche Eindringlinge. Lange, schöne Sommer. Kurze, milde Winter. Sommern, einfach. Eine einsteigerfreundliche Region für einen ungeübten Herrscher. Plus lange, schöne Sommer. Kurze, milde Winter. Plus weniger Befehl und Drache. Und Winterschwer, Winter, ein harsches Land, aber ein weiser Herrscher kann durchaus erfolgreich sein. Mehr Überfälle und Drachen, die allgemeine Zufriedenheit eures Volkes ausschlaggebend für eure Sieg und Niederlage. Ist euer Volk zu lange unzufrieden, entmachtet es euch. Weg mit dem Kopf. Wähle eine Region. Ja. Schon okay. Bewegen, rechtsklicken und ziehen. WASD oder Pfeiltasten. Bewegt die Maus an den Rand des Bildschirms. Freie Kamera muss aktiviert sein. Rotieren Q oder E. Mittlere Maus, das Klicken und Ziehen. Zoom F und V Mausrad. Okay. Wähle dann den Banner. Wir nehmen natürlich das Löwenbanner. Benennt euer Königreich Marienbird. Das ist okay. Los geht's. Errichtet einen Bergfried, um euer Königreich zu gründen. Euer Heim und Hof. Besprecht euch hier mit euren Beratern. Das ist quasi unser Haupthaus. Es wird langsam. Es wächst langsam. Oh, sieht aber schön aus, wie das gebaut wird. Gefällt mir. Euer Heim und Hohen. Okay, Brandgefahr hoch. Zusätzliche Brunnen werden dringendst empfohlen. Bild den Grundstein eures Ansehens, ein mächtiges Bergfried. Okay, ein Berater. Landwirtschaft, auch mal Stadt. Guten Tag, mein Herr. Wir sollten ein paar Straßen und Häuser bauen, um das Wachstum unseres Königreichs anzukurbeln. Militär sagt guten Tag, mein Herr. Guten Tag, mein Herr. Wir benötigen Felder, um unsere Arbeiter zu versorgen. Kark. So. Packen wir noch kleine Hütchen hin. Noch ein kleines Hütchen. Kostet mich das eigentlich irgendwas? Holz. Holzer. Unten links sind meine Ressourcen. Puh. Versorgung. Weizenfeld. Kostet mich 3 Holz. Hat mich die Straße was gekostet. 1 Holz, tatsächlich. Ich nehme einmal... Oh, was möchtest du von mir? Ja. Okay. Mein Herz, meine Menschen besuchten uns, aber niemand konnte eine Bleibe finden. Unsere Stadt ist voll, wir brauchen mehr Häuser. Ja, ich weiß. Kann ja nichts dafür, dass ich einfach mal alles gebaut habe an Holz. Und nun? Kann ich das wieder abreißen? Ich gehe das Holz trotzdem nicht wieder. Fällen. Fällt ein paar Bäume. Um mir etwas Holz zu bringen. Und einmal bitte schneller. 2 Häuser. Okay, wunderbar. Wir können auf jeden Fall mehr Häuser bauen. Miteinander quetschen. Dann werden wir hier gleich ein Weizenfeld. Ungenügende Ressourcen. Warum braucht ihr so lange? Was soll das? Oh, ist schon Winter. Ist ja nichts daran, dass ihr Pause machen dürft. 5 Holz. Na, Weizenfelder bringt jetzt wahrscheinlich nichts. Produziert Nahrung entsprechend der Bodenfruchtbarkeit. Nahrung, die bis zum Ende des Winters nicht eingelagert wird, verdirbt. Anfällig für Regen. Bis zum Ende des Winters. Ja, das friert doch hier alles gleich ein. Sollte man nicht machen. Ein Obstgarten. Aber er sagt, wir brauchen Felder, also brauchen wir Felder. Bitte sehr. Hm.
Achso, da muss das mal bauen, wa? Verstehe. Das ist noch gar nicht fertig. Jahr 2. Wir sind schon im zweiten Jahr. In Betrieb. Nahrungsproduktion 5 von 5 pro Jahr. Grundproduktion 4. Mittlere Bodenfruchtbarkeit plus 1. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier seine Mission erledigt. Guten Tag, mein Herr. Möchtest du denn von mir? Noch mehr Felder, oder wie? Ein Feld hat man ja noch. Hier geht's nicht mehr. Zu weit von unseren Straßen entfernt. Vielleicht braucht man noch mehr Häuser. Das kann ja auch sein. Bietet Wohnung für bis zu 5 Einheiten. Oder 5, 5 Bewohner. Mein Herr, das Leben hier ist gut. Unser König hat 3 neue Bewohner angelockt. Dann können sie ja mal ackern gehen hier. 8 Einheiten habe ich. 0 sind untätig und ich habe 10 Betten. Zufriedene 65. Die sind zufrieden, ne? Gelb ist halt nur Durchschnitt, ne? Steuersatz mal ein bisschen erhöhen. Wir müssen erst eine Schatzkammer bauen. Brandgefahr immer noch hoch. Immer noch nicht genug. Ich bräuchte mal ein paar mehr Leute, würde ich sagen. Eine Brücke. Ich weiß nicht, wo ich hier Stein herkriege. Doch, da. Ist ja ein bisschen weit entfernt, ha? Da komme ich wohl jetzt noch nicht an. Es wird Winter. Schon wieder. Ein Obstgarten, oh. Produziert Nahrung entsprechend der Bodenfruchtbarkeit. Okay. Kark. Abreißen, auch nicht. Ein Holzwall. Hohe Wälle sind schwieriger zu zerstören. 60 zu Wellen und Türmen zusammen. Aber sperrt Feinde aus, okay. Eine Turmballiste, ne? Gibt es später auch noch Gegner, logisch. Es sind 4 Leute untätig, das geht ja mal gar nicht. Bitte sehr. Wieder 3 neue Leute, noch mehr Untätige. Aber wir können natürlich auch was bauen. Wir haben 13 Leute und nur 15 Betten. Das heißt, wir bauen mal eins, dann habe ich 20 Betten. Wir müssen langsam auch ein bisschen Stein abhacken. Das geht nicht, wa? Was ist das hier? Es sind wieder 5 Leute untätig. 6. Ist kein Grund, ihr dürft weiter ackern. Steinbruch. Von unseren Straßen entfernen. Das heißt, ich muss erstmal Straßen dahin setzen. Kriegst du. Ne, war schon, das war schon okay so. Oh, hier sieht kacke aus. So, sieht okay aus. Na, wollen wir hier einen Steinbruch hin, ne? Wo war er denn? Da. Dann holen wir uns da, wie viele Leute hier sind. Schön ackern. Also, das ist ein kleines Simulationsspiel, ähnlich wie. Mit Edge of Empires würde ich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Eher mit Stronghold Crusaders. Mit dem würde ich es vergleichen. Stein kann abgebaut werden. Na dann, hopp hopp. 3 ist immer noch untätig. Dann einmal das gesamte Holz mitnehmen hier. Ach, ihr dürft hier auch abbauen. Das ist legitim.
Warten auf 5 Holz. Achso, wir haben gar kein Holz mehr, oder wie? Doch, immer noch 70. Achso, die müssen uns noch holen. Dann baut man zu Ende. 20 im Jahr, 4 Arbeiter. Ein kleines Hütchen. Als sich die Tür nähern, scheint die Hexe zu schlafen. Anklopfen. Du hast mich geweckt. Wie lange habe ich geschlafen? Mehrere Jahre? Ich bin ausgehungert. Würdest du mir etwas zu essen besorgen? Könntest du senden. 4 Jahre. Dann bist du im 4. Jahr, wo ich das gemacht habe. Oder wie ist es hier unschlüssig? Beziehungsstatus. Hab ich mal Ahnung, was ich hier geben soll. Kleiner Getreidespeicher. Nahrung, die bis zum Ende des Winters nicht aufbewahrt wird, ist unbrauchbar. Na dann. Mach mir einen kleinen Kornspeicher hin. Ich kann dir da keinen Obstgarten bauen. Mein Herr, 4 Menschen besuchen uns, aber nur 1 konnte zu vielen Stellen heimfinden. Ah, okay. Brauchen also mal wieder neue Häuserchen. Wir haben genügend Holz. Wir sollen wollen nicht, dass die hier alle einfach so dann wieder gehen müssen. Das wollen wir ja natürlich nicht. Einen Brunnen kann ich bauen. Damit hier nichts verbrannt wird. So, zack. Ich gehe mal da, dann kann ich mir den Obstgarten bauen. 60 Betten, aber nur 19 Leute. Das ist ja wieder ein bisschen übertrieben, wa? Ist ja schade. Soll ich das hier drauf bauen, oder was? Tatsächlich, hier geht's. Pflanzen wir ein paar Obstgärten. Ich habe kein Holz mehr. Wenn ihr kein Holz mehr habt, werdet ihr schon Holz hacken gehen, oder? Hat 3 neue Bewohner angelockt. Yay! 22 haben wir, 65 Betten haben wir auch. Das heißt, wow, die Straßen sind so gut. Ich kann vielleicht irgendwann fischen gehen. Oh, hier gibt es eine andere Insel. Leere Höhle kann mit Hilfe der Steinbesetzung entfernt werden. Aha. Wie komme ich wieder? Okay. Holz. Na, hat sich doch schnell regeneriert alles. Warum habe ich eigentlich so wenig Stein? Ist das das Stein, was ich so wenig habe? Ja, tatsächlich. Produziert Stein muss neben Hellgrau. Vielleicht können wir ja noch welche hinsetzen. Kleines Lager, lagert Ressourcen. Förster, Feld und Pflanzbäume kann nicht zu nah an anderen Förstern platziert werden. Dann müssen wir hier ganz kurz mal noch die Straße erweitern. Marinbald ist nun ein kleines Dorf. Dann wird die Dreh raus. Aber erstmal brennt hier was. Okay, ist hier gleich ein Brunnen in der Nähe. Zack, ist gerade noch so drin gewesen. Dann werden wir hier die Försterei hinsetzen. Aber mitten in den Wald rennen, okay. Denke ich. So, was willst du eigentlich von mir? Ach, unsere Bevölkerung verhungert. Stimmt doch gar nicht, oder? 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 Ich habe einfach nichts mehr zu futtern hier. Ist irgendwie uncool. Ich hätte gar nicht so weit weg müssen. Ich hätte einfach nur ein bisschen die Straßen hier erweitern müssen, oder? Um hier die Obstgärten hinbauen zu können. Macht nichts. Pflanzen wir mal alles voll hier mit Obstgärten. Ich habe kein Holz mehr. Ja, ihr seht hier Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ey, wir wollen Nahrung. Oder was ist das? Wir möchten Holzkohle für ihr Haus. Habe ich aber nicht. Aber es sieht alles aus nach Nahrung, ne? Ich habe leider keine mehr. Sieht aus wie so ein Brot, ne? Denke ich. Wo sehe ich eigentlich meine Nahrung?
Bericht des Vergangenen, plus 10 durch den Felder verzerrt und Häuser. Na, das ist ja schade. Ich habe leider nichts mehr. Aber Leute, dieses Jahr wird es besser. Ich verspreche es euch. Majestät, viele Menschen haben unser Königreich besucht, aber niemand fand es attraktiv genug, um zu bleiben. Können wir die Lebensumstände an so Einwohner verbessern? Naja, ich versuche es. Aber wenn die Leute so faul sind, dafür kann ich halt auch nichts, ne? Brandgefahr hoch. Warum sind die alle hoch? Oh, hier sind gar keine Leute dran. Verhungern die etwa alle gerade? Das finde ich ja sehr bedauerlich. Naja, das muss leider noch ein wenig gedeihen. Es tut mir leid. Alle sind unzufrieden. Achso, wir haben genug Häuser, aber die haben einfach keinen Bock zu uns zu kommen, ne? Warum ich keine Nahrung, Leute? Warum nicht? Sind so viele Arbeiter drauf? Nahrungsprodukte sind 26 pro Jahr. Ich müsste so viel haben. Strange. Cool. Naja. Na, die habe ich auch schon wieder vergrault, wa? Mag euch nicht. Ich bin nicht glücklich darüber. Gerse, lass euch nicht in Ferne, werde nicht mehr blicken. Och, komm schon. Sei doch nicht so. Fressen alles, was in ihre Nähe kommt, außer Förster, können von diesen Salten getötet werden. An der Wolfshöhle. Und der Förster, der ackert? Holzbrot zum 24 pro Jahr, okay. Es ist Winter. 33 Nahrung. Ah, hier ist er, hier. Ding, 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 ding. Wir brauchen einfach mehr Nahrung. Aber gut. Ja, meine lieben Freunde, das war's gewesen mit dem Angespiel zu Kingdoms and Castles, würde ich sagen. Ziel ist es, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier das Ziel ist. Jetzt kommen wir nach draußen. Hier haben wir noch eine Insel. Ach, das ist die gleiche. Da haben wir eine andere. Okay, mehr gibt's hier gar nicht. In die Richtung gibt's auch nichts mehr. Was habe ich da gesehen? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Was bist du? Ein Delfin. Was haben wir hier? Ach, das ist vom Mausgeser. Ja, mehr gibt es ja scheinbar nicht. Also wir müssen einfach nur ein schönes Dörfchen errichten und das war's. Irgendwann werden wir sich nicht mehr überfallen. Oh, ich kann so reingucken. Klopf, klopf, guten Tag. Wie geht's Ihnen so? Das sind meine Minecraft-Männchen. Okay, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's gewesen. Wir haben gespielt zu Kingdoms and Castles, ein Steam-Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.